Schön, dass du da bist und Yoga praktizieren möchtest. Komm nun auf deine Matte, nimm eine bequeme Sitzposition ein und komm erstmal hier auf der Matte an. Schließe deine Augen und sei ganz bei dir. Ich begrüße euch zu meiner heutigen Einheit. Heute dreht sich noch einmal alles um die Schultern und im wahrsten Sinne des Wortes um das Loslassen. Wir machen uns los von jeglichen Sachen, die uns beschäftigen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Einheit. Wir beginnen in der Berghaltung. Komm an den Anfang deiner Matte. Stell deine Füße hüftbreit auf. Denk an deine Druckpunkte an deinen Füßen, Großzehballen, Kleinzehballen und die Mitte der Ferse. Mach die Wirbelsäule lang. Rolle einmal mit deinen Schultern über vorne nach hinten. Dein Becken ist mittig ausgerichtet. Mach deine Körpermitte fest. Bring nun mit der nächsten Einatmung deine Arme über vorne gestreckt nach oben und kreise wieder nach hinten unten. Atme ein, kreise noch einmal nach vorne, nach oben, nach unten. Und noch ein letztes Mal, atme dabei tief ein, Arme über vorne nach oben, nach hinten, unten. Wechsle nun hier die Richtung, kreise nun über hinten, nach oben, nach vorne. Noch einmal gemeinsam über hinten, nach oben. Nach vorne und ein letztes Mal ganz achtsam, ganz intensiv. Vor hinten, nach oben, nach vorne. Kretsche nun hier deine Beine. Wir wollen in die stehende Grätsche kommen. Deine Zehen zeigen leicht nach außen, ca. 45 Grad. Atme ein hier und komm nun mit der nächsten Ausatmung vom Becken geführt mit deinem Oberkörper nach unten. Deine Beine sind durchgestreckt. Versuche nun mit deinen Händen die Matte zu berühren. Wenn dir das nicht gelingt, dann nimm auch hier gerne wieder einen Yoga-Block zur Hilfe, um dir deine Arme zu verlängern. Denk an die Länge deiner Wirbelsäule und schiebe nun deine Sitzbeinhöcker Richtung Himmel. Vielleicht kommst du auch nur mit den Fingerspitzen auf den Boden. Mach es in der Intensität, die du heute brauchst. Manchen Tagen ist der Rücken sehr beweglich. An manchen Tagen ist er sehr steif. Höre hinein in dich, was du heute brauchst. Du kannst hier auch mit der Stellung der Beine variieren,
indem du noch in eine breitere Grätsche kommst. So kommst du automatisch noch etwas tiefer. Wenn es für dich ausreicht, dann bleibe in dieser Position. Krabbel nun mit deinen Händen zum rechten Fußgelenk. Mach deinen Rücken lang dabei. Atme ein hier. Atme aus. Krabbel zurück zur Mitte. Und krabbel mit deinen Händen zu deinem linken Fußgelenk. Denk auch hier an die Länge deiner Wirbelsäule. Nimm einen kräftigen Atemzug ein. Und dann komm zurück zur Mitte. Löse das Ganze auf. Und komm zum Sitzen. Kreuze nun deine Beine wie beim Schneidersitz, nur dass vorne die Füße gekreuzt sind an deinen Fußgelenken. Bring mit der nächsten Einatmung deine Arme über die Seite nach oben. Mach die Wirbelsäule lang. Setze deine Schultern tief und atme in die Länge deiner Wirbelsäule. Atme tief ein. Mit der nächsten Ausatmung komm vom Becken geführt mit deinem Oberkörper nach vorne, sodass du mit deinen Händen deine Fußgelenke berühren kannst. Wenn dir das nicht gelingt, dann leg deine Hände auf deinen Schienbeinern ab oder auch auf den Knien. Ganz egal, für welche Position du dich entscheidest. Lass deinen Kopf ganz locker hängen, sodass sich dein Nacken entspannt. So wie deine Schultern, nimm die Spannung raus und lass los. Atme ein, komm wieder zurück, heb deinen Oberkörper wieder an. In der nächsten Einatmung deine Arme noch einmal über die Seite nach oben. Atme aus und komm noch einmal vom Becken geführt in deine sitzende Vorbeuge. Vielleicht gelingt es dir jetzt schon besser, deine Fußgelenke zu greifen, vielleicht aber auch nicht. Lass deine Hände da liegen, wo du entspannt hinkommst. Atme auch hier nochmal in deine Wirbelsäule. Atme nochmal ein und löse das Ganze mit der nächsten Ausatmung wieder auf. Schneidersitz. Bring im nächsten Einatmen deine Arme wieder über die Seite nach oben. Atme aus, dreh dich auf nach rechts. Rechte Hand hinter dem Gesäß. Linke Hand auf deinem rechten Knie. Atme ein hier. Mit der Ausatmung mit deiner rechten Hand auf dein linkes Knie
sodass deine Hände nun überkreuzt sind und mach dich nun ganz rund. Nimm alle Spannung raus. Lass deinen Kopf hängen, zieh den Bauchnabel nach innen und mach dich maximal rund. Und atme nun hier tief ein und aus in den Bauch hinein. Und noch einmal ein. Und mit der nächsten Ausatmung komm mit dem Oberkörper nach oben und wrap nun deine Arme ineinander, sodass sich nun die Handflächen berühren. Wenn es dir nicht gelingt, deine Handflächen zu berühren, dann kannst du auch die Handrücken aneinander legen. Atme ein hier, bring deine Ellenbogen nun nach oben. Dein Blick geht leicht mit. Atme aus, mach dich rund, beug dich nach vorne. Dein Kopf ist ganz entspannt und du merkst bei dieser Asana, dass sich deine Schulterblätter auseinanderziehen, dass die Spannung in deinem Rücken genommen wird. Nimm hier noch einen kräftigen Atemzug ein und aus. Noch einmal ein und komm mit der nächsten Ausatmung wieder zurück. Löse deine Arme, bringe sie gestreckt nach hinten, öffne dein Herz, dein Brustbein, dein Herzzentrum. Atme aus und arm dich nun selber und ziehe auch hier deine Schulterblätter weit auseinander und dein Blick geht nach unten. Genieße diese Dehnung deines oberen Rückens. Atme noch einmal ein. Und löse das Ganze mit der Ausatmung wieder auf. Bring die Arme über die Seite nach oben. Atme aus, dreh dich auf nach links. Deine linke Hand ist nun hinter deinem Gesäß. Deine rechte Hand liegt auf deinem linken Knie. Nimm hier einen tiefen Atemzug ein. Und komm mit der nächsten Ausatmung mit deinem linken gestreckten Arm zum rechten Knie, sodass deine Arme nun wieder überkreuzt sind, nur andersrum als vorher. Atme ein hier. Und mach dich wieder maximal rund. Zieh deine Schulterblätter wieder auseinander. Dein Kopf ist ganz entspannt. Atme hier wieder tief in deinen Bauch. Ein. Und aus. Und noch einmal gemeinsam tief ein. Und aus. Komm wieder mit deinem Rücken gerade und wrappe nun auch auf dieser Seite deine Arme umeinander, unsere Adlerarme. Versuche auch hier wieder deine Handflächen aufeinander zu bringen oder aber die Handrücken. Sei achtsam mit dir selber und schaue, was dein Körper heute braucht. Und dann komm mit der nächsten Einatmung wieder mit deinen Ellenbogen nach vorne oben. Dein Blick geht leicht mit. Atme hier kräftig ein. Atme aus, mach dich rund. Zieh den Bauchnabel nach innen.
Wirbeln und runde hier deinen Rücken wie bei der Katze und zieh deine Schulterblätter wieder auseinander. Das ist auch bei Frauen eine sehr gute Asana bei Bauchschmerzen. Atme nochmal ein. Komm nach oben, atme aus. Und nun arm dich auch hier noch einmal selber und ziehe deine Schulterblätter wieder weit auseinander. Denk daran, dass deine Schultern weit weg sind von den Ohren. Noch einen Atemzug hier. Und dann löst das Ganze auf. Und komm von hier aus noch einmal ins Stehen, in unsere Berghaltung, an den Anfang deiner Matte. Atme ein hier, bring die Arme über die Seite nach oben. Atme aus und komm in deine stehende Vorbeuge. Deine Knie dürfen gern gebeugt sein. Berühre mit den Fingerspitzen den Boden. Und bleib in dieser Position und stell dein rechtes Bein vor dein linkes. Versuche dabei, dein hinteres Bein zu strecken, das vordere ist angebeugt und lass dabei deinen Kopf und deine Schultern ganz locker hängen. Und spüre hier in diese Dehnung von deinen Beinrückseiten. Spüre die Länge deiner Wirbelsäule. Lass den Kopf ganz entspannt hängen. Gleichmäßig weiter ein und aus. Atme nochmal ein und wechsle mit der nächsten Ausatmung. Die Füße, stell nun dein linkes Bein über dein rechtes. Das hintere Bein ist gestreckt, das vordere ist leicht angebeugt. Deine Fingerspitzen berühren den Boden. Nimm auch hier gern deine Hilfsmittel zur Seite. Um deine Arme zu verlängern. Spüre nun auch hier wieder diese intensive Dehnung deiner Beinrückseiten, die Länge deiner Wirbelsäule. Dein Kopf und deine Schultern sind ganz entspannt. Schau nach links und rechts. Nimm noch einen kräftigen Atemzug hier. Und mit der nächsten Ausatmung löse deine Beine auf, bleib aber weiterhin in der Vorbeuge. Deine Füße stehen nun hüftbreit. Wenn dein Rücken sich heute gut anfühlt, dann nimm nun deine gegenüberliegenden Ellenbogen, berühr sie mit der Hand. Dann wirst du noch ein wenig mehr nach unten gezogen. Wenn dir das heute zu viel ist, dann setz einfach deine Hände auf dem Boden auf. Und spüre in dich selber, was du heute brauchst. Sind die Beine durchgestreckt oder sind sie angewinkelt? Und dann noch schon ein klein bisschen rechts, ein bisschen links.
Und dann löst das Ganze auf und kommt noch einmal in den Vierfüßlerstand. Kommen wir schon zur letzten Asana, Vrishabhasana, mit dem Elefant durchs Nadelöhr im Vierfüßler. Bring deine Hände wieder in die richtige Position, deine Finger sind gespreizt. Daumen schauen sich an, Mittelfinger schaut nach vorne. Rücken ab und mit der nächsten Einatmung nimm nun deinen rechten Arm gestreckt nach oben, schau deiner Hand hinterher, mach dich lang, öffne dein Herz, lass neue Energie einströmen, atme aus, fädel nun durch deinen linken Arm durch, dein Blick geht mit. Und du schaust deiner ausgestreckten Hand hinterher. Atme ein, mach dich nochmal lang. Dein Blick geht mit nach oben. Atme aus, fädel durch. Blick geht mit. Und ein letztes Mal, atme ein, mach dich lang. Atme aus und nun leg deine Schulter ab. Leg deine rechte Schläfe auf die Matte, schau deinen gestreckten Arm hinterher und schließe hier gern die Augen und spüre nun in diese wunderbare Dehnung deinen Schulterbereich und lass los. Und dann komm zurück zur Mitte. Wir wechseln die Seite. Überprüfe deine Vierfüßlerposition, dass deine Hände wieder gespreizt sind, die Mittelfinger nach vorne schauen und die Daumen schauen sich an. Füße sind aufgestellt bzw. die Fußrücken drücken in die Matte. Atme nun ein hier und mach dich mit dem linken Arm lang. Schau deinem Arm hinterher, öffne dich, atme aus, fädel nun durch den rechten Arm durch, dein Blick geht hinterher, atme ein, mach dich lang. Nimm deinen Blick mit zu deiner ausgestreckten Hand. Atme aus, fädel durch. Blick geht hinterher. Und ein letztes Mal, atme ein, mach dich lang. Lang, 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 lang. Aus und nun leg ab, leg deine linke Schläfe auf die Matte, ebenso wie die linke Schulter, schau deinem ausgestreckten Arm hinterher und schließe die Augen. Und spüre in diese wunderbare Schulterdehnung. Und dann nimm noch einen kräftigen Atemzug
Und dann komm zurück zur Mitte. Und wir begeben uns heute bei Shavasana in die Haltung des Kindes. Schieb dein Gesäß nach hinten. Bring deine Arme lang ausgestreckt nach vorne. Deine Handflächen sind aufgesetzt. Und deine Stirn liegt auf der Matte auf. Du kannst deine Knie auch gern mattenbreit machen, sodass du mehr Platz für deinen Oberkörper hast. Auch diese Übung ist wunderbar bei Bauchschmerzen. Sie entspannt die ganzen inneren Organe. Und nun gib dein ganzes Gewicht an den Boden ab. Und deine Finger sind ganz entspannt. Spür nach. Spüre deinen Atem fließen, dein Herz schlagen. Lass alles los, was dich festhält. Fühlst du dich jetzt nach diesen Minuten auf deiner Yogamatte? Und welche Qualität kannst du vielleicht mitnehmen in deinen Tag oder in deinen Abend? Ist es mehr die Leichtigkeit? Freude. Konzentration. Kraft. Ist es Willensstärke? Entspannung. Oder ist es einfach nur ein bewusster Atem? Nimm dir, was du heute brauchst. Roll dich ganz langsam, ganz achtsam wieder auf. Wirbel für Wirbel. Bleib im Fersensitz. Neig deinen Blick. Leg deine Handflächen aufeinander vor deinem Herz. Berühre mit den Daumen dein Brustbein und bedanke dich bei dir selber, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dich und deinen Körper etwas.
etwas sehr Wertvolles zu tun, indem du Yoga praktizierst. Ich bedanke mich bei dir für dein Vertrauen. Schön, dass du da warst. Namaste.